Hallo Leute. Mein erster Beitrag zur Verbesserung der Welt, zur Aufklärung und vor allen Dingen für mich zur Selbstbildung. Natürlich kenne ich die Seiten wie chemtrail.de und versuche mich so weit wie es geht zu informieren und mich weiterzubilden. Ich selbst habe sehr viel Zeit, um tags und auch nachts in den Himmel zu gucken, und natürlich fällt mir dabei auf, dass sich hier sehr viel verändert hat. Wenn ich mir alte Fotos angucke, dann haben wir immer einen schönen blauen Himmel, heute gleicht er eher einer Milchsuppe. Und so war es heute Morgen auch. Wir hatten mehr oder weniger schönen Sonnenschein. Ich komme hier aus der Gegend zwischen Wittstock und Schwerin. Und sehe zwischen 9:30 die Sonne, wie gewöhnlich sehr farbiger Himmel, heißt, man könnte Regenbogen erahnen im Umkreis der Sonne. Aber das ist jetzt gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir eben einen klaren Himmel hatten. Kleine Wolken hier und da, nichts Bewegendes. Lasst mich lügen. 12.30 Uhr, knapp 13 Uhr, knallt es hier mal wieder ein großes Flugzeug, denke ich, und gucke bei Flightradar, was das für ein Ding ist, weil das ist schon sehr ungewöhnlich, dass hier in der Gegend überhaupt was drüber fliegt. Dabei stieße ich dann auf den Flug, den ich jetzt gleich anklicke, nämlich diese Maschine AIB228F. Was ich jetzt auf einmal zu sehen bekam, hat mich sehr verwirrt. Nämlich das. Ein Flugmister, das nicht unbedingt gerade auf eine normale Reisemaschine hindeutet, es sei denn, der würde irgendwas suchen, aber das ist ja auch Blödsinn. Also man fliegt von hier nach da und nicht kreuz und quer. So meine Denke. Da liege ich wohl falsch. Der startete also um 12.37 Uhr, war dann wohl 15 Minuten später hier, das war das Knallen, das ich hörte, und fliegt seitdem Kapriolen. Okay, jetzt guckst du natürlich, was hat denn der die letzten Wochen gemacht? Habe ich mal auf die Registrierung geklickt und Überraschung. Also der hebt ab, fliegt irgendwo hin und landet dann im Unknown? Nee. Leute, seit 2002 gibt es eine globale Anweisung im Zeichen von GWAT, Global War on Terrorism, falls ihr euch erinnert, dass jeder Flug zwingend seinen Ankunfts- und Abflug, also seinen Ankunftsflughafen angeben muss. Ja, darf sich ja keiner überlegen, wo er hinfliegt, sondern das muss man vorher anmelden. Ist ein großes Ding in Deutschland und da gibt es eine Luftaufsichtsbehörde und naja, das wisst ihr wahrscheinlich alles schon. Dachte, das kann doch gar nicht sein, und habe mir mal die anderen Flüge angeguckt. Also, kam dann dieser Learjet. Ja. Gut, kleine Flugzeuge haben oftmals keine Registrierung. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber das ist nun mal jetzt hier so. Oder vielleicht kann es Flightradar einfach nicht abhören. Aber diese Flugbewegung ist jetzt was? Normal? Ich denke nicht. Ich denke, eine normale Flugbewegung ist sowas hier. Ja, man sieht von München nach Oslo, ja, man sieht von Kaunas nach London, muss ich erstmal gucken, man sieht von Moskau nach Düsseldorf, ja, Flüge von Hamburg nach wohin? Wieder nichts? Wieso denn nicht? Wieso gibt es Flugzeuge, die nicht sagen müssen, wo sie hinfliegen? Und warum gibt es da keine Datensätze über diese Flugzeuge? Das wäre mal meine Frage. Und wer darauf eine Antwort hat, der könnte mir das vielleicht in den Kommentaren posten. Und dann sehe ich ja auch, ob das überhaupt jemand anguckt und ob das überhaupt jemand interessiert. Ich komme mal weg von den ganzen Videogames, weil erstens mal wird das auf die Dauer ziemlich langweilig, weil ich immer dieselben Tasten drücke und ich bin noch nicht wahnsinnig. Weißt du, ich meine, hast ein Spiel gespielt, aber immer dasselbe spielen ist auch nervig.
Und als ich mal meine Videos angeguckt habe, habe ich gemerkt, wie bescheuert das eigentlich ist. Naja. Gut, eure Videos sind sehr aussagekräftig und mit viel Wissen. Deswegen möchte ich auch versuchen, dieses Wissen zu erlangen. Und vielleicht liege ich ja irgendwo falsch oder bilde mir irgendwas ein, aber diese zwei Sachen hier finde ich eben nicht normal. Und wenn jemand eine Antwort darauf hat, seid so lieb, postet mir das in den Comments. Und bis dahin, ich hoffe, ich kann in der nächsten Zeit noch ein paar mehr Sachen machen. Ciao.